Wem sein Haus ist das hier jetzt? Lass uns an. Ich fürchte, oh, das ist eine Taverne. Auf uns zu. Was willst du? Einen schönen Tag noch. Ihr stinkt nach abenteuerlichen Spurzbogen. Und das seid ihr auch. Seht, Kameraden, der Bauer hat eine Zunge, wenn er nur den Verstand dazu besäße. Und ihr habt den Gestank eines Bauernburschen an euch. Jetzt frage ich euch, wer von uns verspreitet den angenehmeren Geruch? Ob ihr eine angenehmere Gesellschaft seid, können andere am besten beurteilen. Meine Pferde und Kühe kennen meinen Geruch und spiegeln sich dicht an mich, um ihn anzunehmen. Ihr aber umgibt euch mit Monster, und sie drängen sich nur an euch, um euren Gestank zu ersticken. Nur denn es ist erwiesen, dass unter unseren Gestänkern der meine weit leichter zu ertragen ist. Nichts leichter als das. Okay. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten. Lasst euch nicht unterkriegen, Bellamy. In was für einem Laden sind wir hier gerade? Kannst du mir das sagen? Willkommen, meine Dame. Ich hoffe, ihr werdet euch die drei alten Fässern wie zu Hause fühlen. Der alte Nantrin wird jedenfalls alles tun, was ihr wünscht. Okay, wieder mal richtig übersetzt. Was gibt's hier denn zu essen? Im Augenblick nichts, weil wir können uns nicht die Zeit nehmen zu rasten. Ja, Kumpel? Okay, das ist ein großes Haus. Hallo? Ifli? Du siehst auch nicht nach der gewöhnlichen Frau aus. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt. Bei uns findet ihr Zuflucht vor dem hektischen Straßenleben. Bei den Göttern, das ist genau, was ich brauche, rollt die Fässer raus. Dort hört sich grässlich langweilig an. Endlich habe ich ein Plätzchen, wo ich nach meinem Abenteuer in Ruhe besinnen kann. Ich freue mich auf einen lang entspannten Aufenthalt. Ihr seid als Gäste sehr willkommen. Das Geschäft ist leider genauso lahm wie der Verkehr auf den Straßen. Neue Gäste sind uns stets willkommen. Vor allem dann, wenn Alte nicht mehr kommen und ihre Zimmer leer bleiben. Hallo? Okay. Ah. Was haben wir denn hier? Genau. Der Schädel. Das war... wir haben Chase. Kämpferin. Von Baldur's Tor. Genau, liegt. Ich soll ein Haus der Dame bringen. Das dürfte kein Problem sein. Gut. Genau, das war der Schädel. Hier sind Schlafzimmer mit einer Frau. Also gehe ich mal wieder, sogar mit Schreibtisch und allem. Nichts leichter als das. Das ist ein ziemlich mobiles Etablissement dafür, dass kein Schild dranhängt und meine Leute wieder über irgendwo hingehen. Beinahe unter meiner Würde. Finde ich schon irgendwie komisch. Gut. Okay. Ich gehe jetzt erstmal weiter hier runter. Edelmann. Ich sollte vielleicht doch erstmal den Wassertempel aufsuchen. Der liegt nämlich hier. Stimmt? Ja, genau am anderen Ende. Nichts leichter als das. Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Beinahe unter meiner Würde. Machen wir das so. Beinahe unter meiner Würde. Genau.
Das ist das Haus der Wasserkönigin. Talisa, falsche Richtung. Auf der Seite ist ja leider kein Eingang. Der einzige Eingang ist der da. Manchmal hätte ich gerne eine Schnelllauftaste. Schädel von Keref. Hier ist der Eingang, Leute. Wo wollt ihr alle hin? Unter meiner Würde. So. Der Sturm möge die Ungläubigen verschlingen. Zu welchem Zweck sucht ihr die launische Königin auf? Wir möchten mit der Hohepriesterin reden. Wir möchten sehen, wie der Tempel einer Göttin, einer bösen Göttin von innen aussieht. Wir sind von Cormier Touristen, versteht? Wir möchten der Königin der Tiefen unsere Aufwartung machen. Wir möchten die Priesterin Tenia sehen. Wir möchten die Hohepriesterin sprechen. Die Hohepriesterin verschwendet ihre Zeit nicht mit dem gemeinen Volk. Was rechtfertigt euer Kommen? 25 Goldmünzen. Euer Tribut kommt einer Schmähung gleich. Wenn ihr der Hohenpriesterin sehen wollt, müsst ihr mindestens 100 Goldmünzen geben. Müsst ihr mindestens 100 Goldmünzen geben. Da könnt ihr euch einen anderen Bauern suchen. Ja, beinahe unter meiner Würde. Verschwindet sie jetzt einfach? Der Sturm möge die Ungläubigen verschlingen. Wir möchten Tenia sehen. Amberly wacht über mich. Ah, Tenia. Naja, ich möchte sagen, die Mutter und ich hatten erwartet, euch Aesais wiederzusehen. Keinesfalls sieht doch so bald. Ich nehme an, ihr wollt eine Art Bezahlung für eure Taten außerhalb von Baldur's Tor, ja? Ich fordere die mir zustehende Zahlung für meine Hilfe für eure Sache. Ihr und eure Amberly hättet ohne mich, meine Hilfe nicht überleben. Lebt und es hieß, ich würde pünktlich bezahlt werden. Ich schätze, solch Geplänkel und unhöfliches Benehmen ist von solch blutrünstigem Haufen zu erwarten. Also gut, ihr könnt den Leichnam haben, wegen dem ihr gekommen seid. Ohne Zweifel werdet ihr ihn auch wieder zum Leben erwecken können, aber das Kind wird verändert sein. Na, vielleicht hat Amperi einen kleinen Plausch mit... Was? Nein. Kein Foreshadowing, das wollen wir nicht. Was? Nichts leichter als das. Der Bug war irgendwie krass gerade. Unter meiner Würde. So, bewegt euch mal bitte alle dorthin. Weil ich weiß gar nicht, was wir mit einer Kinderleiche anfangen sollen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wer läuft wieder fremd? Khalid. Trägt Khalid übrigens... Ach, Khalid trägt den Fasisionshelm und ich trage den Abwehrhelm. Ja, okay. Dann machen wir das Ganze nochmal richtig. Geh da rein. So. Ich möchte die Hohepriesterin, 50 Goldmünzen. Wartet hier auf die Hohepriesterin. Ich bin Yalanta Mismir. Was führt euch zu euch? Wir brauchen eure Macht. Einer unserer Gefährten ist mit einem Geestzauber verflucht. Wir bitten euch demütigst, diesen Fluch zu brechen. Genau. Die Macht meiner Göttin steht nicht ihm zur Verfügung. Wenn ihr wollt, dass ihr euch diesen Gefallen tun, müsst ihr euch eurerseits zuerst Amberly einen Gefallen erweisen. Ich möchte euch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Das Fest des Sturmrufs steht bevor. Es wird das erste Mal sein, dass ich an diesem hohen Feiertag mit der Leitung der Zeremonien betraut bin. Damit diese Zeremonien reibungslos verlaufen, benötige ich einen Gegenstand der Macht, das sogenannte Buch der Weisheit. Es befindet sich im Besitz der Priesterschaft im Tempel von Tymora.
der von denen, die diese frivole Gottheit verehren, auch als Haus der Dame bezeichnet wird. Wenn ihr mir dieses Buch beschafft, werde ich euren Wunsch erfüllen. Wie leitet euer Entschluss? Sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Wir sind dabei. Wie ihr an dieses Buch gelangt, ist mir egal. Kommt wieder zum Tempel, wenn ihr es habt. Nichts leichter als das. Okay. Jetzt haben wir nämlich schon zwei Gründe, die Tempel der Dame aufzusuchen. Hört auf, mich so zu veralbern. Nee. Jetzt geht endlich raus. Nichts leichter als das. Ah, Mann. Und ja, ich krieg gerade irgendwie leichte Aufregungen. Im Tempel von Timora, den sollen wir jetzt finden. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass der Tempel entweder hier oder der da. Das müsste der Tempel von Timora sein. Städte sind immer so beängstigend. Nichts leichter als so viele das. Leute. Was ist das für... Ach, hier unten war ich schon. Ups. Okay, dann gucken wir uns zuerst hier fertig um. Nichts ah, jetzt sind wir wieder das. Hier. Abgeschlossen. Ich hab genug davon. Hey, ihr da, wenn ihr in den Palast wollt, habt ihr Pech gehabt. Einfache Leute werden abgewiesen. Die Großherzüge lassen einen nicht rein. Wenn nicht gerade irgendetwas Besonderes los ist. Und was interessiert uns das jetzt so genau? Den Palast wollen wir gar nicht. Ich hab genug davon. So, du bist nur ein Bürgerlicher. Ich hab genug davon. Und hier oben ist nichts. Okay. Also wieder ein Stockwerk tiefer. Und raus hier. Ja? Beinahe unter meiner Würde. Bist du ein Gemischtwarenladen? Könnte es fast wieder einer sein. Bist auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Ich erweiterte Regionen vor. Doch heutzutage muss man flexibel sein. Ich habe an einer Ballade über den Einhornlauf im Hochwald gearbeitet. Ich würde gerne auf eine verlässliche Quelle zurückgreifen, als das bloße Hören, Sagen und dem Volksglauben. Wenn ihr auf euren Reisen auf einen umfassenden Bericht über den Fluss stoßt, dann würde ich ihn gerne in die Finger kriegen. Wenn ihr eine Bardin und Balladensängerin hier im Wald aus Tor hat mich gebeten, ihr eine gewisse Geschichte des Einhornlaufs zu bringen, falls ich sie auf meinen Reisen hier aufschnappe. Okay. Die Geschichte des Einhornlaufs. Beinahe unter meiner Würde. Ganz ehrlich, ich will ja nichts sagen, aber ich Beinahe glaube, da gucke ich nach, wo ich das Buch finde am besten. Gut. Weil ich habe keine Lust, jetzt ganz bald das Tor nochmal nach einem solchen Buch abzusuchen. Es war ja Glück, dass wir den Engelsring gefunden haben. Herzogspalast. Mhm. Das hier war dieser kleine Schrein. Und ja, das hier ist der Herzogspalast. Das ist die Villa von dem einen Kerl. Also da, wo wir oben von den drei verrückten Magiern genervt wurden. Wo ich neu geladen habe, weil ich glaube, dass wir die Villa noch nicht betreten sollten. Fällt da gerade noch sowas ein? Eisentron, super die Mine von bla bla bla. Mantelwald, Ritter im Feuerwein. Ankeckpanzer. Wieder Eminister, voraus. Nekromant namens Akion, Gnom den Fernglas, das Teleskop,